Ja, zweiter Teil hat ein bisschen auf sich warten gelassen. Hatte einen ziemlich einfachen Grund, nämlich dieses Teil hier. Ich habe beim letzten Mal ja schon gesagt, was ich von dem tollen Teil halte. Und ja, es hat sich leider recht schnell bestätigt. Ich meine, er lädt zwar noch, aber er hat ein kleines Problem, und zwar die Last hier. Wenn die Akkus zu niedrig werden, dann geht zwar die LED aus, aber er schaltet die Last nicht ab. Und das hat mir dann mal eben die Akkus gekillt. Ja, toll. Naja, gut, ich wollte ja ohnehin da noch ein bisschen was dran flanschen, und das habe ich inzwischen auch gemacht, momentan eher notdürftig. Aber schauen wir uns das Ganze trotzdem erst einmal an. Und zwar habe ich hier zwischendrin diese kleinen ICs verteilt. Das sind Ampere-Messer sozusagen. Die messen also den Strom, der hier durchgeht. Und im Gegensatz zu den üblichen, die man sonst so kennt, arbeiten die nicht mit einem Messwiderstand, sondern die arbeiten auf Basis von Schallmessung bzw. Magnetfeldmessung. Und das Ganze verbraucht dann ein bisschen weniger Strom. Ich gehe mal hier ein Stück runter. So, hier kann man das schon ein bisschen besser sehen. Das ist so ein IC. Wir sehen an der Oberseite, da haben wir die Leitung, die Ein- und Ausgänge, die direkt in den IC reingehen. Ein paar Caps und so weiter, und unten haben wir die Stromversorgung sowie die Sensewire, und dieser hier gibt dann eine entsprechend der Stromstärke eine entsprechende Messspannung raus. Das Ganze geht bei mir auf diesen kleinen hier. Das ist einer dieser 3 Euro AVR Controller mit USB und allem möglichen. Hatte ich mal einen Blogbeitrag darüber verfasst. Wie man sieht, ich habe hier noch ein paar Kabel dran geflanscht. Der misst jetzt einmal den Strom der Solarzelle und den Strom, der verbraucht wird. Zudem wird noch die Spannung gemessen des Akkus, und aus den ganzen Werten kann ich mir dann so ziemlich alles, was ich benötige, rausrechnen. Zusätzlich habe ich mir noch ein Relais dran geschaltet, womit ich meine Ausgänge umschalten kann. Und zwar laufen die standardmäßig sinnvollerweise direkt hier über die Akkus bzw. das Solarsystem. Und wenn ich umschalte, dann geht das Ganze über ein 12 Volt Netzteil direkt aus dem Stromnetz. Zum Beispiel, wenn halt der Akku zu leer wird. Ja, eventuell werde ich das Ganze noch ein bisschen erweitern um einen steuerbaren DC-DC-Wandler und dann den nicht ganz so schönen angeblich MPPT-Controller hier eliminieren und das Ganze selber nachbauen. Aber das muss ich mir erstmal anschauen. Das ist nichts, was man mal eben so nebenbei machen kann. Ja, jetzt habe ich aber hier die Messwerte, und ich denke, man sieht es schon, der USB ist eingesteckt. Was soll anders sein? Es geht natürlich auf einen PC drauf. Und zwar haben wir hier dieses nicht mehr so ganz funktionsfähige Netbook, selbstverständlich gespeist durch hier so einen Autoadapter direkt von der Solarzelle. Und ja, man sieht hier schon, oder auch nicht, genau, doch hier. Man sieht, wie viel Verbrauch momentan ist, wie viel das Solarpanel derzeit an Strom gibt, die Spannung des Akkus. Und hier in der Mitte sieht man, wie viel Strom in den Akku reingeht bzw. rausgeholt wird. Das ist halt ein Wert, der aus der Differenz hier berechnet wird. Ja, das Ganze darunter nochmal in Watt. Und diese Watt, die werden dann übermittelt an meinen Server. Und da schauen wir dann gleich mal rein. Ja, ich hoffe, man kann was erkennen. Ich filme jetzt mal gerade hier freihand vom Tablet ab, da ich gerade keinen Screencatcher da habe. Aber das hier ist jetzt das Frontend, was ich da benutze. Das ist aus dem Volkszählerprojekt. Bisschen angepasst, aber sollte sich alles finden lassen. Wir sehen hier die, lass mal schauen, die grüne Kurve ist die Produktion der Solarzelle. Und die rote Kurve, das ist, wie viel Strom gerade in den Akku reingeht, beziehungsweise hier unten sieht man, da wurde sogar mal kurz aus dem Akku Leistung gebraucht. Die blaue Kurve ist der Verbrauch. Hier haben wir zum Beispiel im Moment, da hatte ich mein Tablet angeschlossen zum Laden. Und hier hinten sieht man, wo es so ein bisschen runter geht. Das war eben nach dem Filmen, als ich dann von diesem Netbook den Bildschirm ausgeschaltet habe. Hey, bringt ein paar Watt. Ja, und dann haben wir noch die hellgrüne Linie, das ist die Akkuspannung. Könnt ihr unten sehen, die einzelnen Sensoren, die hier aufgelistet werden mit Maximal-Minimalwerten. Momentan sind wir auf Stunde. Ich kann aber hier auch auf eine Tagesgrafik gehen. Genau, da sieht man relativ gut, wie viel verbraucht wurde. Oder man kann sich anschauen,
Ne? Wie traurig die letzte Woche mit dem Sonnenschein war. Da war nämlich leider nicht ganz so viel rauszuholen. Und es geht doch, da haben wir dann doch noch die Wochenansicht. Ja, irgendwie ein bisschen dürftig. Ja, blinkende LEDs und ein Laptop, der über Solar versorgt wird, um Solarmessgeräte zu liefern, sehen ja toll aus, aber irgendwie nicht ganz so nützlich. Also werden wir in der nächsten Folge uns mal anschauen, was wir denn alles mit der Solarspannung versorgen können.